Alles klar. So, hier oben kann ich jetzt, denke ich mal, wechseln zwischen Edna und Klein Harvey. So, und jetzt können wir uns hier erstmal umgucken. So, ich sehe ein Fenster, ich sehe Feuerholz, eine Harke, einen Ofen. Wie gesagt, Edna, da kann man hoch zur Tür. Farbtöpfe, ein Glas, Kartontücher, Marmeladen, okay, Öl. Ja, dann erstmal alles angucken, ne? Standardaktion. Einmal hat Edna Knallfrösche in den Ofen geworfen. Der Ofen war damals allerdings aus. Dafür saß Ednas Spielkamerad Alfred im Kessel. Alles klar. Thema Ob auswählen, Edna Ofen. etwas zu diesem Ofen einfällt? Oh, Ofen habe ich jetzt hier hinterlegt. Okay. Haken. Eine langstielige, stabile Harke. Aktion auswählen. Thema auswählen, Ob Hake. Edna etwas mit dieser Harke anstellen kann? Okay, man sammelt die also im Inventar. Nice. Dieser Stapel Holz ist die Heimat unzähliger Spinnentierpopulationen. Bitte keine Spinnen. Ich könnte Edna fragen, ob sie etwas mit dem Holz anzustellen weiß. Okay. Kann ich wirklich unendlich hier? Na, ich denke mal dann die. Was sind das? 12 Stück. Fenster. Das Fenster ist zu. Vielleicht würde ich sogar da durchpassen. Aber ohne Ednas Hilfe komme ich dann nicht ran. Okay. Vielleicht kann Edna ja das Fenster für mich öffnen. Ich sollte mit ihr darüber sprechen. Dann haben wir hier Farbtöpfe. Zinnober, Finish Umbra und Kiwi Pastell. Alter Zinnober. Zinnober? Ja, ist gut. Edna bevorzugt eigentlich Fingerfarben. Vielleicht interessiert sie das trotzdem. Spinnengeweben können wir nicht auswählen. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Geil. Damit lässt sich zuverlässig prüfen, ob jemand gegen Tetanus geimpft wurde. Ich frage Edna am besten, ob sie dafür Verwendung hat. Dann ein Karton. Leer. Edna gehört eigentlich nicht zu den Kindern, die gern mit leeren Schachteln spielen. Ich kann sie ja trotzdem mal fragen. So, Tücher. Es gibt einen Grund, dass sie im Keller gelandet sind. Der Grund ist, sie sind zu nichts mehr zu gebrauchen. Man kennt es. Die sind eigentlich kein besonders gutes Gesprächsthema. Okay. Mein Inventar gucken. Dann haben wir hier noch Das ist Marmeladen. Hagebutten-Distelkompott. Das hat Mattes, Ednas Vater, von Oma bekommen. Mattes bewahrt es im Keller auf, weil es die Ratten fernhält. Bei dem Namen glaube ich das gerne. Eigentlich will ich Edna nur ungern an dieses eklige Kompott erinnern. Okay. Wie lange muss Öl stehen, bis es fest wird? Oh Gott. Vielleicht weiß Edna, wie man das Öl verwenden könnte. Ich sollte sie fragen. Genau. So, wir gehen mal hoch zur Tür. So, ich sehe, oh, die Schrauben, okay. Dann Schlüsselloch, Klinke. Damit ließe sich die Tür öffnen, wenn nicht abgesperrt wäre. Ob Edna schon probiert hat, einfach die Klinke zu drücken? Na, wenn nicht, dann ist sie ganz schön blüten. Ich So. sehe die Küche. Niemand da. Und der Schlüssel steckt auch nicht. Edna wird da auch nichts ausrichten können. Der Schlüssel fehlt. Okay. Schrauben. Das ist interessant. Die Schrauben halten diese Verblendung dort am Platz. Das war es, woran ich mich erinnern konnte. Edna konnte die Schrauben lösen. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie sie das angestellt hat. Das Ja, sind die. Moment. Das, Edna, jetzt muss. So. Sie sind das erste Puzzleteil in diesem Rätsel, da bin ich mir ganz sicher. Oh, ich habe noch eine extra Reihe dazu bekommen, oder? Ja. Nice. Dann die Klinke. Das war das, das war das. Okay, dann bitte wieder einmal runter. So, dann dürften wir erstmal alles haben, ne? Ja, so. Jetzt heißt es erstmal irgendwo einen Anfang finden. Fenster. Na, damit fange ich mal nicht an, falls wir da wirklich raus können.
Jetzt sind die Schrauben. Ich fange erstmal mit dem 0815 Zeug an. Hier, Farbtöpfe. Edna, so. Edna war damals schon so lässig. So, genau. Thema auswählen, Edna. Edna ist mit Abstand der interessanteste Mensch auf dem Globus. Das glaube ich gerne. So. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Ja, echt mal. Stimmt. So, Farbtöpfe. Ja, Glas. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, soweit bin ich noch nicht mit dem Plan. Dann die Hake. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Okay. Feuerholz? Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Ich schon. Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. So, Marmelade. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Oh Gott, oh Gott. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Wie soll das funktionieren? Naja. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Der Ofen. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Die Tücher. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Beispielsweise. Edna. Wie geht es dir, Edna? Ich frag mich, warum du mich hierher gebracht hast. Wolltest du mir nicht beibringen, wie man Schrauben öffnet? Das geht sofort los. Klinke. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Na, ein bisschen Vertrauen, hallo? Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune. Ja, echt mal. Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg, keine Sorge. Deswegen abwarten. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja, ich guck mich mal weiter um. Ich hab's dir versprochen, ich bringe uns hier raus. Gut, dann wegen dem Fenster einmal nachfragen. Fenster. Hey, Edna, kannst du vielleicht das Fenster für mich aufmachen? Da komme ich selbst nicht ran, Harvey. Meinst du, sonst säß ich noch hier unten? Na gut, dann sind wir erstmal durch. So, jetzt sind wir mit Edna unterwegs. Können wir hier etwa auch nochmal alles angucken? Wozu? Der ist leer. Oh Gott. Wozu? Um ihr Staub aufs Gesicht zu tupfen? Die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Das ist richtig. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Oh, keine Kreativität, die Frau. Da kommt nichts mehr raus. Nicht. Lieber beiß ich in einen Heuhaufen. Lecker. So, Ofen. Autsch, heiß. No shit, Sherlock. Ich will die Spinnen nicht stören. Ich würde sofort anzünden. So, hier ist die Hake. Wie? Benutzerhake. Wie? Nimm die Hake. So. Und mit der Hake will ich jetzt hier aufmachen. Oh. Okay, und jetzt... Fenster... Ich komme nicht an. Dann... Harvey. Harvey? Fenster. Edna, hilfst du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin.
Ja, moin. Guck mal, die Sonne. Es ist ein herrlicher Tag. Oh, hier ein paar Blümchen, da die Regentonne. Die fängt den Regen auf. Nö. Hätte ich nicht gedacht. Muss ich ja sagen, hätte ich nicht gedacht. Hintertür? Die führt zurück ins Haus. Oh, meine Güte, der ist ja voll mit Weisheiten, dieser Mann. Kann ich eine Aktion auswählen? Aha, okay. Vielleicht weiß Edna, wie ich da durchkomme. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Fenster, die Blumen kann ich nicht. Ich kann hinter das Haus gehen, okay. Nehmen wir erstmal die Regentonne noch als Thema mit. Die bietet sich eigentlich nicht unbedingt als Gesprächsthema an. Und trotzdem hast du bestimmt mitgenommen. Aber natürlich. Wenn man gar nichts anderes weiß, redet man über das Wetter. Alles klar. Ich wurde gerade von einem Hasen gedisst. So, gehen wir mal nach hinten. Oh, da sitzt ja wer. Der Linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts... Hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Was haben wir hier? Zeitung. Und zu der Zeitung gehen. Kann ich auch hier hingehen einfach? Nee, könnte ich nicht. Okay, so, dann packe ich den mal als Thema ein. Obwohl, ich gucke ihn erstmal an. Träume ich etwa? Das ist doch Alfred. Edna hat früher oft mit ihm zusammen spielen müssen. Er war das nervigste Kind im ganzen Ort. So sieht er aus. Und hier sitzt er zusammen mit Ednas Vater bei einem Becher Eis. Da stimmt doch was nicht. Ja, das wissen wir jetzt auch schon langsam. Ich kann es kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Alfred von ihrem Vater zum Eis eingeladen wurde. Dann nehmen wir den noch als Thema mit. Ich kann es kaum erwarten, Edna davon zu erzählen. Sie wird ausflippen, wenn sie hört, dass Mattis mit diesem Alfred bei einem Eis zusammensitzt. So, hier können wir sonst nichts weitermachen. Die Zeitung haben wir noch. HLI entwickelt neue Reime. Was ist das? Kastaniendieb wieder entkommen. Mysteriös. Linkshänder mit Rechtshänder Schere erstochen. Oh Gott. Ausschreitung auf dem Kongress der Philosophen. Esst mehr Obst. Das ist nicht falsch. So, mal ganz kurz überfliegen. Gestrigen Donnerstagabend ist der berüchtigte Kastaniendieb aus der Haft entflohen. Die Polizei vermutet, dass es ihm gelang, mit einem abgenagten Zehennagel die Verschraubung des Nassbereichs der Gefängnisbibliothek zu lösen. Aha. Hier steht, dass der Kastaniendieb wieder aus dem Knast entkommen ist. Jetzt müssen wir wohl wieder mehr auf die Kastanien aufpassen. Moment, das ist interessant. Hier steht, dass er sich mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels befreien konnte. Lecker. Okay, hier gucken. Hier steht, dass man seit neuestem auch Isel auf Orgen reimen darf. Yippie! Das war schon längst überfällig. Okay. Da. Auf der Nordsee Hallig-Hogel wurde ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet. Sehr seltsam. Nö. Oh, nee, nicht raus. Ich wollte die Themen ja alle mitnehmen. So, einmal Artikel 1 mitnehmen. Man darf jetzt Isel auf Orgen reimen. Ich kann's kaum erwarten, dass Edna diese gute Neuigkeit erfährt. Dann, das auch. Linkshänder mit Rechtshänderschere ermordet. Sachen gibt's. Die gibt gar nicht, ne? Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Vielleicht kann Edna ja was von ihm lernen. So, und das hier konnte ich nicht? Nee, hier gibt nur raus. Alles klar. Dann gehen wir mal wieder zu Edna. Da kommt der Harvey angestiefelt. So. Einmal Inventar wieder öffnen. Nee, gar nicht. Hier, so. So war das. Öfen, Edna, Klinke, Schlüsselloch, Hintertür. Edna war damals. Ja, ja. So. Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt.
ich guck mich lieber weiter um. Nee, Moment. Gott, die Mitte wieder zu treffen ist gar nicht so einfach. So, die Regentonne. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Sehr schön. Sonne. Draußen ist wunderschönes Wetter. Das ist nicht fair. Ich muss hier unten im Keller sitzen. Ist auch ein ganz guter Vater, der da sitzt und mit dem Nachbarsjungen Eis isst, während die Tochter im Keller sitzt. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Knallfrosch. Sieht aber wirklich so aus, ne? Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, hockt zusammen und es kommt sogar noch beide. Das kann mein... Da ist doch was... Das haben wir ja nun schon herausgefunden. So, Artikel 1, 2 und 3. Welcher war denn welcher? Zack. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? WTF. Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. What? Okay. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein. Schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Bitte nicht. Und jetzt? Ekelhaft. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Natürlich. So, was sagt unser Inventar? Inventar sagt das alles. Dann gehen wir erstmal auf Edna und dann gehen wir mal hier hoch. Und hier haben wir jetzt Fußnagel drin. Okay. Mit dem können wir jetzt die Schrauben lösen. Bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann's kaum glauben. Ja, es hat wirklich geklappt. Das der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Halt, stopp, noch nicht zurück. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt, danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Keine Fußnägel knabbern vielleicht. So, HW1, Fußnägel. Mein Inventar. Fußnagel, ach du Heiligen. Alles klar. Ja, das tut mir leid. Das müssen wir jetzt erstmal alle drum probieren, ne? Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Gefußnagelt? Wer kommt denn auf so ein Wort? Es gibt einige wenige Gegenstände, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Man schneidet sich die Fußnägel aber nicht am Tisch. Böse, böse. Gute Idee. Die Ritzen zwischen den Polstern sind der perfekte Aufbewahrungsort dafür. Muss ich jetzt immer wieder in der... Ich... Alles klar, knabbern wir mal wieder. Okay, so. Dann gehen wir hier hin. Und einmal so. Und dann mit dem Fußnagel ein bisschen schrauben. Hört sich an wie ein Schlagschrauber, ey. Brrrt. Brrrt.
Du? Es ist hier, da kriegt man ja einen Drehwurm bei. Ich glaube, jetzt muss die Klimaanlage erstmal wieder ausgestellt werden. Das heißt, wir werden mal wieder mit Imsen hier sprechen. Hey! Hallo! Na Süße, was gibt's diesmal? Mach mal die Klimaanlage aus. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein, die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Nee, das funktioniert andersrum. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Du bist ein krasser Typ, ne? Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Langweilig. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Das bezweifle ich. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Was zum Teufel? Ja. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Hehe. Sehr schön. So. Was nun? Ventilator. Nur noch dieser Ventilator trennt mich von der Freiheit. Dann nimm ihn. Nehmen kann ich das zwar nicht, aber ich glaube, ich kann ihn mit etwas Krafteinsatz aus der Verankerung drücken. Hilf mal mit, Harvey. Und... Ja. Jawohl. Liegt der jetzt hier drum? Nee, hier ist nur das Gitter. Das kann ich aber nicht weiter... Na gut. Dann... Da. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht. Nicht. Okay. Alles klar. Dann klettern wir jetzt erstmal hier ein bisschen durch den Lüftungsschacht. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Ja, sie kann nicht glauben, was sie hört, und ich kann nicht glauben, was ich sehe. Was hat er denn hier versucht? Ist das eine Gabel? Hat er wirklich versucht, sie hier mit einer Gabel irgendwie rauszugraben? Oh, Hayopeng. So, hier haben wir erstmal wieder ein Gitter.
Und hier ist ein Rohr. Kann ich wirklich in das Rohr rein? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Hat das Gitter wieder Schrauben? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Klonk. Langsam werde ich richtig gut darin. Okay, jetzt könnte ich da raus und hier rein. Dann gehe ich doch erstmal hier rein. Ich glaube, da muss ich rein, oder? Aha. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Kann ich denn vielleicht einen weiteren Fußnagel knabbern? Und dann vielleicht, nee, Moment, so, und dann hier, und dann... Die Freiheit. Ja, ja, ist gut, und dann zack. Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Das ist nicht gut. Kaputtes Stuhlbein. Die Freiheit. So. Freiheit. Freiheit! Okay. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind... Gehen wir erstmal wieder zurück. So, jetzt können wir noch hier rein. Ein Schreibtisch, ein Kugelschreiber. Okay, Diplom. Pokale, Schacht, Fotos. Fenster. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Ein Kugelschreiber. Habe ich den Kugelschreiber mitgenommen? Jo, nice. Kann ich damit überall umherschreiben? Erstmal Schreibtisch angucken. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcels Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Okay, Schrank kann man aufmachen. Und wieder zu. Und wieder auf. Und wieder zu. Erstmal ein bisschen randalieren hier. Hört zum Glück keine Sau. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Okay. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Kamin. Ein Kamin. Quell der Häuslichkeit und Wärme. Foto. Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Noch ein Foto. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Das ist bestimmt Alfred, oder? Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Was steht denn da? In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mattes Konrad den Behörden, obwohl er sein Vergehen, den Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Name zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn wahrscheinlich die Höchststrafe. In diesem Fall der Tod. Oh. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt seiner Tochter Edna, die der Obhut von Dr. Horatio Marcel, dem Leiter der hiesigen psychiatrischen Heilanstalt, überantwortet wird. Nichtraucher in Streichelzoo vermisst. Hä? Können wir hier drauf schreiben? Ich kann hier gerade gar nichts machen. Kann ich so und dann irgendwie mit HW und... Das klappt so nicht. Nicht. Okay. Hiermit kann ich auf jeden Fall nicht mehr machen. Ach, jetzt bestimmt. Sieh mal, Harvey. Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber? Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Okay. Können wir das noch mitnehmen?
Dieses infame Lügengewirr kommt nicht in mein Inventar. Okay, können wir... Ach ja, das kennen wir schon. Holoschläger, Ein Meisterstück. Ob wir das mitnehmen können? Sieh mal, Harvey, ein Poloschläger. Der soll uns als Schwert dienen. Die Idee hatte ich auch. Ein Poloschläger. Nice. Ob wir jetzt das Bild kaputt machen können? Zack. Nein. Es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Wie wird denn hiermit? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung eine kleine Delle verpassen? Nein. Auch nicht. Wie wird der Schreibtisch? Alles klar. Da haben wir erstmal einen ordentlichen Satz drauf gemacht. Können wir da drauf schreiben? Was stand da? Können wir den Stuhl kaputt machen? Das ist mal ein massiver Stuhl. Das war ein ganz ekliger Ton. Können wir da drauf schreiben? Was steht da? Assigned to... assigned to... Irgendwas mit Konfetti. Das Diplom. Können wir das Diplom vielleicht unterschreiben?